Hallo Traders, Alexandros hier. Im heutigen Video möchte ich ein Mindset ansprechen, was nicht so produktiv ist auf Zeit. Und das heißt, dass viele Leute denken, dass diese eine Strategie, wenn sie eine Strategie finden, die funktioniert, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Oder was ist die Aktie, wo ich rein investieren muss und 20 Jahre später bin ich Millionär? Das ist etwas, was nicht produktiv ist für eine Person weil, oder für einen Trader, für einen Investor. Weil wir wissen, dass eine Strategie oder eine Aktie nicht für immer funktionieren, also eine Strategie nicht immer funktionieren kann oder eine, eine Aktie eventuell auch schief laufen kann, wie wir auch vor ein paar Monaten gesehen haben mit Wirecard oder viele andere es ist immer der fall gewesen und märkte verändern sich auch immer daher kann es sein dass eine strategie nächstes jahr nicht mehr funktioniert aber die letzten zehn jahre funktioniert hat daher müssen wir in der lage sein es anders zu machen und ich gebe mal ein beispiel wie ich es gemacht habe und wie ich damit umgegangen bin wie ich begonnen hatte zu traden, wie ich begonnen habe systematisch zu traden, da hatte ich eine Strategie auf dem forex paar Das war eine, eine typische Breakout-Strategie, eine Intraday-Breakout-Strategie und ich war sehr zufrieden mit, der, mit den Resultaten der Strategie insgesamt, äh, long-term auch, also übers Jahr bezogen war sie sehr gut, aber mitten im Jahr hatte sie Perioden gehabt, die sehr schlecht waren. Also ich würde ungern eine Strategie traden die auch Verluste macht, wenn, die dann, äh, wenn es eine Breakout-Strategie ist, also eine kleine Trend-Following-Strategie, dann hast du mit vielen Verlusten auch zu tun. Das heißt, dass, dass du kannst eine Win-Rate haben von alles zwischen 25 bis 40 Prozent meistens. Und der Rest ist halt Verluste und die Gewinne müssen nicht unbedingt groß sein, dass die Verluste die ganze Zeit äh, dass die Verluste abgedeckt werden. Und wie umgeht man das, den ganzen Stress? Weil wenn du es tradest und deine ganzen Resultate hängen von der einen Strategie ab, puh, das kann sehr stressig sein. Also du kannst eventuell gut verdienen, du kannst unabhängig werden davon und wenn wir das Glück haben, dass diese Strategie funktioniert, es muss aber nicht der Fall sein. Und das hat mit sehr viel Stress zu tun, wenn du dann in, in dem Moment drinnen bist, wo du tradest. Und du bist zwei drei Monate drinnen und die Strategie liefert gar nichts. Sie geht immer nur Verluste ein. Dahinter fragst du alles. Du hinterfragst die Methodik, wie du es entwickelt hast. Du hinterfragst die Strategie. Du hinterfragst den Markt. Du hinterfragst alles. Und deswegen ist es immer besser, wenn du mehrere Strategien entwickelst, weil im Kontrast zu dem dann habe ich ein paar Monate später gedacht, okay. Ich gehe zurück in den Markt, ich analysiere, wie die Strategie sich verhalten hat in den letzten zehn Jahren und das ist normal. Wie umgehe ich aber den Stress? Ich, ich, das, äh, ich wollte sowieso mehr Strategien entwickeln, was ich auch gemacht habe und wie ich die Strategien dann online gestellt habe und ein Portfolio hatte von sechs, sieben Strategien. Hatte ich, hatte ich gewisse Strategien, die nicht geliefert haben und andere haben geliefert. Also eine hat Geld gemacht, die andere hat nicht Geld gemacht. Aber insgesamt war es im Positiven und ich musste dann nicht mehr so viel Emotionen aus, so viel mentale Energie ausgeben, damit, damit ich warten kann, bis die Strategie wieder liefern kann oder ob sie überhaupt nicht mehr funktioniert. Insgesamt war ich positiv. Es hat funktioniert. Die Strategie hat sich auch wieder erholt und hatte neue Highs gehabt. Aber es ist halt stressig. Daher ist es vom Vorteil, ein Portfolio zu haben, weil deine Resultate sind nicht abhängig von der Performance von einer Strategie, sondern es ist der Durchschnitt der Strategien, den du hast, die dann performen und das zählt dann als Gesamtes. Das, gibt, das hilft uns wirklich, unsere Ruhe zu bewahren als Traders und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist die Abilität, Strategien zu entwickeln und diese Strategien dann richtig anzuwenden. Was heißt das? Dass du ein gutes Money Management hast oder ein gutes Portfolio Management hast. Somit können wir, wie gesagt, unser Kapital besser verteilen, wir können unser Performance viel... Viel bessere, viel, viel bessere Equity-Linien rausholen und wir bewahren die Ruhe und wir schaffen es auf Zeit, uns nicht emotional zu verbrennen. Es ist schön, weil viele Traders, die nicht mit viel Kapital traden, die sagen dann halt: Ja, man trade es einfach durch, was man schafft das schon, es ist, es ist ja nichts Besonderes, du machst einfach weiter. Im Nachhinein sagt das jeder, aber wenn man mittendrin steht und du hast jetzt was weiß ich, 40, 50 Tausende Euro auf der Linie, die du dir die letzten Jahre erspart hast und dann verlierst du auf einmal 10, 15, das kann halt sehr schlecht sein. Also ja, deswegen ist es immer gut, das Kapital zu verteilen, das Risiko zu minimieren und die Gewinne zu maximieren, indem man halt zuerst geachtet hat geachtet hat, wie man das Risiko minimiert. So kann man dann auf Zeit auch viel mehr Geld machen und insgesamt auf Zeit sehr sehr viel erreichen. Wir wissen, dass die erfolgreichsten Menschen in den Finanzmärkten nicht die waren, die opportunistisch waren und alle ihre Eier in einen Korb gesetzt haben und gewartet haben. Sie haben ihr Risiko verteilt, daher in verschiedenen Körbe, Körbe gelegt und gewartet. Man sieht ja, es geht ja darum, dass du pro Jahr Gute Returns hast, was, das kann 30, 40 oder wenn du sehr gut bist, 50 sein oder mehr. Aber es geht auf die Jahre verteilt. Wie sieht es aus in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ohne dass du emotional verbrannt bist? Wenn du mehr Tipps haben willst, wie man äh, sein Mindset ändern kann als Trader oder was es braucht, damit du deinen dein, du Durchbruch schaffst oder auch generell Tipps und Tricks für Trader, abonniert den Kanal, drückt aufs Glöckchen. Und du wirst dann kein Video mehr verpassen. Also, wie gesagt, eine Strategie kann funktionieren, sie kann sehr, sehr viel erreichen, aber um unsere Ruhe zu bewahren, um unser Risiko zu minimieren und besser zu kontrollieren, ist der Schlüssel eher unsere Abilität, mehr Strategien zu entwickeln. Es ist auch sehr interessant, wenn du dann andere erfolgreiche Trade analysierst, und hinterfragst, wie sie zum Erfolg gekommen sind. Keiner war spezialisiert nur auf einen Markt. Die haben sehr viele Märkte gehabt und da wo sie dann herausgestochen sind, ist indem sie wirklich gut geworden sind, Strategien zu entwickeln. Sie haben ihr Mindset verändert auf das opportunistische zu dem großen Bild, dass du den Markt als einen reich voller Chancen findest, siehst und dann den analysierst und siehst, was für Chancen kannst du ausnutzen in dem Markt und wie könntest du die auf Zeit anwenden. So habe ich es auch gemacht und das hat dann alles verändert, wie ich dann meinen Ansatz verändert habe, dass ich nicht nur mich auf eine Strategie konzentriere, die am besten performt, nachdem wir Money Management anwenden, sondern das als Portfolio betrachten dass wie viele verschiedene Märkte kann ich wirklich in mein Portfolio reinquetschen, damit es noch gut ist, mein Money Management. Und das sehe ich jetzt. Also ich sehe jetzt, dass wenn ich eine Periode habe, die nicht so gut liefert in einen Markt, habe ich dann Perioden bei anderen, wo die halt extrem gut liefern. Und insgesamt bin ich dann sehr gut da und ich kann loslassen von dem ganzen Prozess des, oh mein Gott, oder das Denken, oh, das, oh mein Gott, funktioniert die Strategie, was soll ich machen, wie soll ich weitermachen. Nein, du wirst dann immer selbstbewusster in deiner Abilität in den, Markten, in den Märkten zu agieren und was aus diesen rauszuholen. Und das ist dann, wenn du ein richtiger Trader bist. Du willst nicht nur eine Person sein, der eine Strategie anwendet, du willst ein Trader sein. Ein Trader, der stark ist in dem, was er macht, der erfolgreich ist in dem, in dem was er macht und halt weiterkommt. Danke für das Zusehen. Wenn du Tipps hast oder wenn du gerne auch etwas teilen willst, was dir geholfen hat, dass du ein erfolgreicher Trader bist, dann kommentiere gerne unten und man könnte darüber diskutieren. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao.